Moin, in Ollis Modellbahnkeller. Heute haben wir 3696 von Märklin, eine Baureihe 86 zu Gast. Die ist digital im Motorola-Format, aber Licht leuchtet ständig auf beiden Seiten. Telex-Kupplung über F0 auf beiden Seiten. Ja, die wollen wir ans digitale Zeitalter bringen. Wir wollen hier eine 21-polige Schnittstelle reinbauen. Wir wollen die Telex-Kupplung getrennt voneinander steuerbar machen. Kupplungswalzer. Licht, also weiß vorne, weiß hinten im Lichtwechsel, je Fahrtrichtung, Doppel-A-Licht. Ja, wir wollen das ein bisschen aufhübschen, das Modell. Bei der ersten Sichtung haben wir leider gesehen, dass Haftreifen leider etwas verölt sind. Da muss man immer aufpassen, wenn man hier Öl dran macht, dass das da nicht drauf kommt, weil das verteilt man auf die ganze Anlage, auf alle Haftreifen, auf alle Achsen, und dann haben wir keine Zugkraft mehr. Das heißt, wir werden hier Haftreifen tauschen, wir werden alle Achsen reinigen müssen mit Alkohol, damit wir da auch garantiert kein Fett mehr drauf haben. Ja, aber wir fangen jetzt erstmal an, indem wir mit einem Schlitzschraubendreher die altbekannte Märklin zentrale Gehäuseschraube auf dem Dach öffnen. Das Gehäuse legen wir vorsichtig beiseite. Jetzt sehen wir haben hier einen 6090 Decoder drin, einen analogen, wir haben noch einen Wechselstrommotor mit drin, die werden wir austauschen. Wir haben hier eine Halteplatte drin, das heißt, wir setzen die 21-polige Schnittstelle von ESO 51968 ein. Und wenn ich das richtig sehe, müssen wir einen 60944 Hochleistungsantrieb da einbauen, einen Gleichstrommotor. Und was wir auch noch machen, weil wir hier sehr wenig Platz haben, wir setzen einen Lokpilot ein, und zwar 59619. Die Teileliste findet ihr aber auch komplett unter dem Video. Wir sehen hier schon, wir haben die Lampen sind zweipolig, also nicht gegen Gehäusemasse. Das heißt, da wird nachher nichts flackern. Da kommen wir nachher mit dem Blauen von der Platine ran und so. Also das wird alles super gut werden. Dann wollen wir jetzt anfangen, indem wir die alte Elektronik ausbauen. Wir haben vorher natürlich einen Funktionstest gemacht. Dazu brauchen wir einmal eine Pinzette, einen Lötkolben, ein bisschen Lötzinn. Dann löten wir die Kabel von den Leuchtmitteln ab. Das gleiche machen wir hier vorne. Wir gehen das jetzt nicht einzeln durch. Ich demontiere das mal alles und dann bauen wir die Lok komplett neu auf. Ein kleiner Zwischenbericht. Wir haben jetzt alles rausgebaut und hier hinten ist eine Verteilerplatine gewesen. Die nehmen wir gleich noch weg. Die brauchen wir nicht mehr. Da waren die Anschlüsse für die Kupplungen dran. Die werden wir nachher versuchen hier gut zu verlegen und auf die Adapterplatine zu löten. Das ist also einmal Decoder Plus und ein AUX-Eingang. Aber das verdrahten wir nachher neu, wenn wir den Antrieb drin haben. Versuchen das, wie gesagt, hier auf die Platine zu bringen. Hier sind ja Lötaugen drauf. Dann brauchen wir auch unten an der Telex-Kupplung nicht alles ausbauen und ablöten. Das ist nicht oft so, dass hier schöne Drähte dran sind. Die werden wir weiterverwenden. Wir haben hier wahrscheinlich zwei Kabel, die vom Schleifer gehen. Da werden wir einen abbauen, den längeren, und den roten bauen wir auch an die Adapterplatine direkt dran. Den erhalten wir also. Und hier ist ja, wie gesagt, schon eine hervorragende Halteplatte für die 21-polige Schnittstelle vorhanden. Also besser geht es gar nicht. Wir sehen auch den Antrieb, der ist sauber. Die Lok ist auch an den Kohlebürsten sichtbar, fast nie gelaufen, auch am Schleifer, die ist neuwertig.
Wir werden jetzt gleich mit einem Steckschlüssel, ich muss noch mal gucken, welche Größe der hat, welche der richtige ist. So, nehmen wir diese Schraube raus. Auf beiden Seiten Steckschlüssel habe ich den hier verwendet. Und dann tauschen wir gleich mal Hafträder. Und aber bevor die neuen drauf kommen, reinigen wir, wie gesagt, alle Achsen mit Isopropanol von Öl und weiteren Dreckrückständen. Dreck ist nicht dran, aber Öl, damit wir das nicht auf die neuen Haftreifen und auf der Anlage verteilen. Wir haben den roten Draht weggenommen, die Verteilerplatte, die wir nicht mehr benötigen, und beginnen jetzt mit dem Öl in der Lok. Die Haftreifen haben wir draufgezogen, beide, alles gereinigt sonst an Achsen. Und nun machen wir hier auf die Wellen der Zahnräder, die wirklich hier in dem Fall knochentrocken sind, Uhrenöl. Nun auch noch, wie immer, auf die Achsen, aber Vorsicht, dass wir da nicht an die frischen Haftreifen und die gereinigten Laufflächen kommen. So, alles läuft sauber, dann können wir jetzt mit dem Einbau des Hochleistungsantriebs beginnen. Vorher drauf mal, sah so aus. Da sind tatsächlich sogar, sieht man die Kabelführung im Feldmagneten sogar. Jetzt müssen wir mal gucken, welcher von diesen beiden Ankern passt. Den einsetzen und gucken, ob die Welle vorne rausguckt. Da sehen wir, nee, der guckt nicht raus, weil es gibt ein, da braucht man keine Zahnräder zählen wie immer, sondern da gibt es unterschiedliche Längen, wie man hier sehen kann, und wir brauchen den längeren von den beiden. Auf den machen wir, weil wir jetzt sicher sind, auch ein bisschen B52 Fett drauf aufs Zahnrad hier hinten. Und auch die Welle, das verteilt sich nachher, deswegen ist das ein kleinen Tick mehr. Und dann haben wir auch schon das Motorschild. Und jetzt verschrauben wir das. Und das kennt ihr, und verdrahten das einmal, und danach gehen wir das ganz in Ruhe einmal durch, was wo dran gelötet wurde. Der Motor ist drin, mit der Gleichspannungsquelle, wie ihr kennt, getestet. Die Drosseln sind auch schon vormontiert, der Masseanschluss auch. Und nun gehen wir an die komplett neue Verdrahtung, die wir danach in Ruhe durchgehen. Da ist das gute Stück. Es hat jetzt Doppel-A-Licht, es hat Kupplungswalzer, das komplette Programm. Also, wir gehen die Verdrahtung mal durch. Weiß und Blau vorne an die Lampenkontakte. Dann sind wir mit dem
Grauen von vorne an AOX 3 hier, 3 Quatsch, an AOX 1 gegangen. Den haben wir verlängern müssen, den Grauen von vorne. Von hinten haben wir den Grauen auf AOX 2 gelötet. Und wir haben den Braun hier unten auf Decoder Plus, das kann man sehr schwer einfangen. Den Roten haben wir auch direkt angeschlossen, der von unten kam. Wir haben hier Orange und Grau, schön isoliert. Wir haben die Kabel hier leicht im Schrumpfschlauch geführt, damit die nicht hier am Antriebsrad schleifen. Und haben dann hier hinten Gelb und Blau und den Braunen von der Kupplung hier unten haben wir auch nach hier hinten gezogen und haben den hier mit angelötet, damit der Decoder Plus blau hat. Etwas verwirrend, aber geht alles. So, und nun kommt das schicke Gehäuse drauf. Die Lampe können wir hier nochmal wieder gerade biegen. Das Birnchen. Und dann gucken wir uns das Ganze auf dem Testlice gemeinsam an. Funktionsprüfung hatte ich schon gemacht, also ist alles tippitoppi. Kupplungswalzer, Doppel-A-Licht, Teglex-Kupplung, nun mit MFX und Railcom Plus. Nun ist diese Lok auch im Digitalzeitalter angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer Teileliste unter dem Video. Und das Projekt findet ihr passend auf der Homepage zum Download. Bis zum nächsten Mal.